Odkar je mlademu Stanleyju oče podaril fotografski aparat, je ta postal njegov neločljiv spremljevalec. V 4 letih sodelovanja z ameriškima revijama Life in Look je nastalo nekaj manj kot 30 tisoč fotografskih posnetkov. Ähnlich wie in seinen Filmen bietet uns auch in seinen Fotografien den Blick auf ein möglichst perfekt komponiertes Tableau. Und vielen dieser Fotografien merkt man schon sein Kunstwollen an. Also er liebt es zum Beispiel mit außergewöhnlichen Perspektiven zu spielen. Viele seiner Fotografien gestaltet er auch nach formalen und nicht so sehr nach motivischen Kriterien. Das heißt, er wählt außergewöhnliche Blickwinkel, er zeigt uns starke Obersichten, starke Untersichten. V njegovih fotoreportažah, fotoesejih, zaživi potovanje na Portugalsko, vsak dan mlade igralke, boksarja ali fantiča, uličnega loščivca čevljev, pa tudi cirkuško življenje. Das ist auch eine Filmparallele, kann man sagen. Also so wie er eben auch in seinen Filmen außergewöhnliche menschliche Schicksale, oft einsame Schicksale wiedergibt, macht er das auch in seinen Fotoessays. Looking around here, I think we have millions of photographs of animals, children, all our friends, and maybe I should look through them again. Some of them were really quite brilliant because he always had a camera in his pocket. Always. I used to see his old photographs in boxes, in drawers, as everybody else does. Not particularly. He took care of them, but not terribly well. And so this is very interesting for me. Very interesting show. Diese Aufnahme ist besonders wichtig, ist auch verwendet worden als Aufmacher im Magazin, das wir auch in der Vitrine zeigen. Die Aufnahme ist insofern interessant, weil sie Erinnerungen weckt an die konstruktivistische Fotografie der 20er Jahre. Also die Aufnahme wirkt wie eine Collage, die Kubrick ganz genau zusammengebaut hat. Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, an welchem Punkt diese Stange hier, die das Hochseil schneidet, das ist genau in der Mitte. Und es wirkt wirklich wie mit dem Lineal genau ausgemessen, wie das eben gemacht worden ist. Es steht in vielen dieser Fotoessays eine Einzelperson im Zentrum. Und ja, also Kubrick macht da oft auch Dinge, die diese Protagonisten dann zum Beispiel ins Witzige, ins Absurd-Witzige verzerren, macht oft Kommentare im Bild, arbeitet mit Bildinschriften zum Beispiel oder mit verschiedenen kleinen Motiven im Bild, die die Szene, die er fotografiert, noch einmal kommentieren. A Stanley Kubrick sam nikoli ni želel pozirati ali se pojavljati na fotografijah. In fact, you do find many people who are photographers or filmmakers who are very observant. It is for that reason that they do not like be observed themselves. It's a totally different animal. You know, an actor and a director are very different. I mean, I know some do both, but he certainly was very shy in front of the camera. That's very true. Čeprav je na razstavi 150 izbranih fotografij v Dunajskem kunstforumu, že v prvem razstavnem prostoru prisotna fotografija, na kateri opazimo tudi mladega Kubricka. Auf dieser Fotografie sehen wir nicht nur ein Showgirl, die sich schminkt in ihrer Garderobe, sondern wir sehen auch den Fotografen, der sich daneben inszeniert, also Stanley Kubrick mit seiner Fotokamera, die er auf Bauchnabelhöhe hält. Und das Thema Spiegel und Spiegelungen ist ja dann auch in seinen Filmen ganz präsent. Und auch das Thema Blick und Blickrichtung und all das finden Sie hier schon angelegt in dieser Fotografie. He always was a photographer. He stayed a photographer all his life. I don't mean by that that he took lots of pictures, which he did as well, but that's not relevant. But you can see his great strengths as a photographer in later films. Just think of Barry Lyndon. Think of Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, for example, he was taking tremendous pains to have freedom of camera movement, to work with open lenses, with little depths of field. It could be very difficult because he was very demanding, but he was very demanding on himself. And then you can take demands from that person much easier. I think it was always fun because he didn't separate his work from everyday life at all. And I think I was very lucky in that if somebody lives very intense and very energetically, and he takes everything very seriously, both his family and his films, and you're very lucky then. Široko odprte oči, eyes wide open.
Naslov razstave se navezuje na poslednji Kubrickov film Eyes Wide Shut. Lahko predstavlja mladega fotografa, pozornega opazovalca newyorškega življenja in nakazuje, da je fotoaparat le neke vrste oko.